Hey Leute, Techniker hier. Wir schauen uns heute einen wahnsinnig geilen Bild an. Es geht um ein Azza Opus 809 Case mit jede Menge geiler Hardware drin. Asus TUF 3080 i7, hier darf irgendwie gar nichts fehlen, DDR5. Alles in einem super kompakten, geilen Case, was designtechnisch wirklich ein Abschuss ist, definitiv. Und das Ganze in der Cyberpunk-Optik. Das Ganze schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Bleibt dran. Ja, und wie es zu diesem Projekt kam, beziehungsweise was für Komponenten hier reingekommen sind, eigentlich simpel. Ich habe dieses Case gesehen und ich habe mich einfach sofort verliebt. Ich habe sofort irgendwie Gänsehaut und ich habe mich schon gesehen, wie ich Folien irgendwie aufklebe und wie die aussehen. Und das ist ganz in Richtung Cyberpunk, bionisch, mechanisch, in diese Richtung gehen muss, war mir von vornherein klar. Und einen kurzen Blick auf die Specs, wo man was hinbasteln kann, hinbauen kann und wie man es schön ordentlich zur Schau stellen kann. Und die Wahl war da, das Azza Case ist meine Wahl. Das Azza Opus 809 wurde mir von Azza zur Verfügung gestellt. Ein großes Dankeschön an Azza, dass ich diesen Bild so machen konnte in diesem wahnsinnig tollen Case. Die Auswahl der Komponenten, wie gesagt, mechanisch, bionisch, irgendwie aussehend, sollte das Ganze sein. Das Asus TUF Motherboard, das Z690 Plus Wi-Fi, ist ein super geiles Motherboard für die Z690 Plattform mit eben dieser Optik, die ich gesucht habe. Passend dazu gibt es den Team Group Delta TUF RAM DDR5, 2x16 GB mit 5200 MHz von Team Group. Das auch TUF branded ist, sprich es hat die gleiche Optik wie eben das Motherboard auch. Passend dazu musste natürlich auch eine Asus TUF Grafikkarte her. Die Asus TUF 3080 findet hier ihren Platz. Diese wurde mir von Mad Gaming Office zur Verfügung gestellt. Mad Gaming Office, ihr kennt ihn vielleicht von TikTok, also von TikTok, Ben's Hardware sagt euch bestimmt was. Er kooperiert mit denen und ist ein wahnsinnig toller Shop, der euch nicht nur PCs verkauft, sondern diese auch perfekt vorkonfiguriert. Der macht Undervolting für euch, der macht CPU-Overclocking und macht dann auch noch Lüfterkurveneinstellungen und liefert euch somit das gesamte fertige, so wie es gehört, PC-Paket sozusagen. Also hier wirklich nochmal danke an Mad Gaming Office für diese Grafikkarte, für die Möglichkeit, diesen Bild so zu realisieren. Ein Intel i7, die Wahl sollte ja ein Gaming-PC werden, der wirklich eine ordentliche Leistung hat und wo man ordentlich Cyberpunk natürlich drauf spielen kann. i7 12700K gepaart mit der RTX 3080 sollte eine sehr, sehr, sehr geile Kombination darstellen, um auch in 4K irgendwie ordentlich Titel zu spielen. Das Ganze musste hier relativ kompakt verbaut werden. Ihr habt es gesehen, es gibt hier dennoch wenig Möglichkeiten, Radiatoren zu platzieren. Dennoch war die Kühlleistung hier extrem wichtig. Wir haben engsten Raum, wir haben i7 12700K, der schön warm wird. Die Wahl der Wasserkühlung ist eine Arctic Liquid Freezer 360 mm. Eine sehr, sehr, sehr leistungsfähige und coole I/O, die auch von der Optik, und da tue ich mir wirklich, muss ich echt zugeben, wirklich schwer das zu sagen, von der Optik diesmal extrem gut gefallen hat. Also die Leistung war mir von vornherein klar, dass die Arctic Liquid Freezer als eine der besten I/Os preis-leistungsmäßig und auch von der Kühlleistung dasteht. Ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen gehabt bei der Optik, muss ich zugeben. Aber hier in diesem Cyberpunk-Themed-Mod, wo alles so bionisch, mechanisch aussehen soll, passt dieser Pumpenkopf und diese Schläuche wirklich perfekt rein und wir erzielen hier auch die perfekte Kühlleistung für so ein Monster-Gaming-System. Der Radiator allein schon von der Arctic Liquid Freezer ist so ein Schinken. Den ganzen haben wir auch noch umgebaut, um es eben noch bionischer, noch mechanischer, noch futuristischer aussehen zu lassen. Auf die Arctic Bionics natürlich. Die Arctic Bionics RGB in diesem Fall natürlich, weil ohne RGB geht nichts. Und erzielen hier einfach eine wahnsinnig tolle Kühlleistung, definitiv. Die Cable Mods liegen hier frei. Also wir haben hier ein Netzteil, was unten verbaut ist. Die Kabel müssen irgendwie hoch. Hier musste auch nochmal was Besonderes daher. Ich habe mich für Cable Mods mit UV-reaktiven Farben entschieden und auch noch mit einer Hybrid Widebeam RGB-LED-Leiste von Cable Mod
entschieden, denn die hat die Möglichkeit, nicht nur RGB darzustellen, sondern auch UV-Licht. Und somit wirkt dieses Cable-Mod-Ding, also diese gelben Farben vor allem, die sich auf dem Cyberpunk-Theme so widerspiegeln sollen, wenn die so glowen im Dunkeln durch diese UV-Lichtanstrahlung, wirklich extremst geil. Dann noch ein paar kleine Decals mit Folien und 3D-Druck. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach wirklich gemeinsam rein. Und am Ende sprechen wir uns nochmal kurz über kleine Probleme, was die Konstellation, Positionierung, Grafikkarte und solche Sachen, was das alles angeht. Denn da gibt es ein paar Sachen definitiv, die zu beachten sind. Und jetzt geht's los. Before the storm, things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? We'll be right back.
Und wie fandet ihr den Build? Ich fand ihn persönlich extrem geil. Also eins der schönsten Builds und abgespacedesten Builds, die ich jemals machen durfte, definitiv. Das Azza Opus 809 ist schuld, dass ich dieses Monstrum erschaffen musste. Und das Case hat mich umgehauen. Also ich finde es einfach so, so super, super, super geil mit diesen vier Glasfronten, die man einhängen kann, mit dieser simplen und symmetrischen, das gefällt mir sowieso wahnsinnig, dieser symmetrischen Bauweise ist echt genial. Eine kleine Erklärung vielleicht vorab, weil es im Video nicht so ganz klar rüberkommt. Das Case ist so gebaut, dass es eben ja, wie so eine X-Spange von oben so runter geht. Wir haben hier eine Mittelstrebe, das Motherboard ist hier angebracht. Wir haben dann die Möglichkeit, die Grafikkarte hier hochkant zu positionieren. Das Ganze wird durch ein Riser-Kabel realisiert, dass es so verbunden ist. Und hier hinten finden wir den Radiator, der dann mit den Schläuchen über auf die CPU geht. Also vom Grundaufbau her wirklich ein abgespacedes Case. Das Netzteil befindet sich natürlich direkt darunter. Und es ist ein komplettes Open-Frame-Case oder Semi-Open-Frame-Case, würde ich es jetzt nennen. Weil wir hier einfach mit den Kabeln überall sichtbar irgendwo lang müssen. Eine der großen Herausforderungen war eben dieses Kabelgewurstel oder Kabellängenproblem, weil du kannst ja nicht irgendwie unten so eine Wurst irgendwo reinpacken und irgendwie ordentlich verstecken. Hier mussten natürlich Cable Mods, angepasste Cable Mods her, die wirklich perfekt auf die Länge abgestimmt zu den jeweiligen Komponenten gehen. Ich wollte das Ganze auch ein bisschen mit Absicht ein bisschen ausladend machen. Ihr habt es gesehen, die sind UV-reaktiv, die Cable Mods Pro Mod Mesh, die ich hier verwendet habe. Um diese UV-Reaktivität natürlich zu zeigen, musste diese White Beam Hybrid RGB LED Stripe auch von Cable Mod eingebaut werden. Das Ganze war ziemlich easy, oben an der Spange einfach hin und das Ganze strahlt schön auf die Cable Mods nieder und sie leuchten wirklich echt genial und sehen so elektrisch, cyberpunkig, wirklich extrem super geil aus, definitiv. So viel dazu. Also hier Cable Mods angepasst auf die Länge, damit man ordentlich zu den Komponenten hinkommt. Was dann noch dazu kam, ist natürlich diese dicke Grafikkarte. Also ja, ihr habt es gesehen, die ist hochkant gemountet. Wir haben hier sofort das Motherboard. Wir haben hier auch die Tubes, die von der I/O rausgehen. Hier bitte Vorsicht. Die Arctic I/O ist eine wahnsinnig gute I/O. Ich freue mich super über diese Entscheidung. Die Kühlleistung ist wirklich phänomenal auf dem i7 12700K. Das Einzige, wo man hier ein bisschen vorsichtig sein muss, falls man es nachbauen möchte, die Schläuche von der I/O sind ungefähr auf der Höhe von der Grafikkarte und müssen wirklich echt recht knapp und recht unschön, muss ich sogar fast sagen, geknickt werden, damit eben die Grafikkarte hier ihren Platz hat. Dadurch, dass die Grafikkarte keine wirkliche Stabilisierung hat, das ist also der einzige Punkt, den ich anmerken möchte an diesem Case. Die Grafikkarte hat so ein, ja, wackelt so ein bisschen drin rum, möchte ich mal sagen. Die hängt unten an dem PCI Express Slot Blend, hat aber oben keinerlei Befestigung im herkömmlichen Sinne. Und das ist einer der Sachen, die mir persönlich jetzt nicht so gefallen hat. Da hätte ich mir einfach nochmal gewünscht, dass irgendwie so ein Retention Bracket oder irgendwie irgendwas nochmal angebracht wird von Azza, damit die Grafikkarte dann einfach stabiler drin steht, muss ich zugeben. Aber das war es auch schon mit den Sachen, die mir an Case nicht gefallen haben. Der Rest ist wirklich genial. Also dieser 360 mm Radiator, der drüben hinpasst, ist nicht nur für kleine 360 mm IOs konzipiert, sondern hier passt auch eben die Arctic Liquid Freezer, die einen etwas dickeren Radiator hat, ordentlich rein. Die Lüfter von Arctic, die Bionics, die wir hier verwendet haben mit den schönen RGB-Ringen, werden hier auch nochmal drauf gepackt und wir haben immer noch wirklich Platz zum Motherboard Tray hin, beziehungsweise zu dieser äußeren Strebe hin. Wieso die Arctic Bionics, wieso Arctic Liquid Freezer Optik? Also, es ist einfach eine Wasserkühlung, die super abgespaced aussieht und super mechanisch und die passt hier einfach wirklich genau rein. Und wieso die Arctic Bionics Lüfter, fragt ihr euch jetzt? Naja, desto weniger Kabelgewurschtel du in so einem System hast, desto dankbarer bist du dafür. Und die Arctic Bionics haben ein ziemlich geiles Prinzip, dass man die Lüfter ineinander schieben kann mit so kleinen Steckverbindungen und diese sich selber, wenn man den einen ansteckt, Daisy-Chain-mäßig miteinander über RGB bzw. über die PWM synchronisieren und das vom Kabelgewurschtel relativ schmal gehalten werden kann. Das Netzteil ist hier ein 850 Watt Netzteil, klar, 3080 i7 12700K, leistungshungrige Komponenten, wahnsinnig tolles Gaming-System. Es musste hier einfach mindestens 850 Watt Gold. Das ist ein NZXT C850 Netzteil. Die werden ja von Seasonic produziert und ist somit ein sehr leistungsfähiges und gutes Netzteil in dieser Kategorie.
Wir haben das Ganze natürlich ästhetisch aufwerten müssen. Also Cyberpunk-technisch musste da was Ordentliches her. Classic Folienart hat mir die Folien gemacht, wo ich, als ich die bekommen habe, also ich habe die gesehen, hat mir die ganzen Designs und so gezeigt, aber als die hier waren vor mir in diesen Farben, in diesen perfekt ausgewählten Farben, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Das Glas zu bekleben war mir eine Ehre. Es war super geil einfach. Ich kam mir so vor wie der Detailer des Jahrhunderts, ich so voll mit Liebe und so Cyberpunk und dann abziehen und so. Es war super geil, definitiv. Vor allem, weil wir hier auch was Witziges angewandt haben. Ihr habt es gesehen, das Cyberpunk-Logo hat irgendwie so ein bisschen so eine 3D-Optik mit diesem Blau, mit diesem Gelb. Das sind zwei Aufkleber, die übereinander geklebt worden sind tatsächlich. Und es ist wirklich millimetergenau. Also ich habe mir hier extrem viel Mühe gegeben. Und ich kann wirklich nur diese Folien von Classic Folienart euch empfehlen, falls ihr irgendwas detailen möchtet oder irgendwas von eurem PC. Ihr habt gesehen, was man Krankes mit dem Scheiß machen kann. Also hier unten ist der Link zum DM, also zum Profil von Instagram von Classic Folienart. Ihm einfach eine DM schreiben, sagen, jo, Techniker schickt mich mit Hashtag Techniker, weiß er automatisch Bescheid, bekommt ja auch noch 20% auf die Folien. Das ist absolut durch, was der Junge macht. Und er hilft euch natürlich auch ein bisschen beim Design. Das ist wirklich saubere Arbeit, Classic Folienart, ich liebe dich. Was wir hier auch noch zusätzlich gemacht haben, ist ein bisschen eine 3D-Optik. Wir haben hier eine kleine Plakette von Cyberpunk. Wir haben hier das Ganze von unserem 3D-Druckexperten auf dem Discord drucken lassen. Und hier auch wirklich ein super, super, super Dankeschön. Denn solche kleinen Sachen machen dann das Gesamtprojekt zu dem, was es eigentlich ist. Und diese Plakette, die er mir gedruckt hat, ist einfach auch göttlich von den Farben her und von der Perfektion her. Hier wirklich nochmal super, super, super Danke, Soinke, dass du dieses Projekt so realisieren konntest mit uns. Das Projekt ist einfach wahnsinnig super geil. Also mir hat es mega gefallen. Mich würde jetzt an dieser Stelle natürlich interessieren, was ihr zu diesem Projekt zu sagen habt, ob ihr das Case schon gekannt habt, ob ihr die Asus TUF-Reihe mögt, kennt und der Team Group Deltaram euch auch schon Name ist sozusagen. Und natürlich würde mir auch vor allem die Wahl der Wasserkühlung an dieser Stelle interessieren. Ihr wisst ja, ich arbeite wirklich extremst ästhetisch und oder versuche es zumindest. Und manchmal fragt man sich halt, okay, die Arctic Liquid Freezer muss irgendwie aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit irgendwann mal in meinem Kanal vorkommen. Wie bringe ich die jetzt am besten unter und zeige dir auch noch, dass die ästhetisch passend zu meinem Projekt ist. Und ich glaube, das ist mir diesmal extrem gut gelungen. Hier wirklich nochmal ein super großes Dankeschön an Arctic, die uns auch diese Wasserkühlung und die Lüfter hier zur Verfügung gestellt haben. Ich freue mich wahnsinnig, diese Wasserkühlung auch zum ersten Mal super korrekt und ästhetisch, hoffentlich auch euren Wünschen entsprechend verbaut zu haben. Lasst mich wissen, wie ihr dieses Projekt findet. Hier unten findet ihr natürlich alle Komponenten, die hier verbaut worden sind. Falls ihr Fragen habt zum Projekt, zum Case, zu Arctic, zu den Asus TUF-Komponenten, zu dem Team Group RAM, lasst es mich einfach wissen. Ich freue mich wahnsinnig, euch bei diesen Sachen helfen zu können. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!